Hallo zusammen, wir haben hier den Holma Terra Felis 2. Das ist dasselbe wie ein Originalspiel, also es ist einfach konvertiert aus einem Originalspiel. Aber er hat ein paar Neuerungen dabei. Und zwar folgendermaßen. Der Standardmäßige kann ja nur Rüben verladen, sozusagen. Dieser hier hat noch die Funktion, dass er auch Kartoffeln verladen kann. Das erleichtert natürlich das Spielverhalten enorm. Und ja, warum eigentlich nicht? Wenn er Rüben kann, warum soll er nicht Kartoffeln können? Also die Idee, das einfach so umzubauen, finde ich mal gar nicht so schlecht. Was mich aber ziemlich stört hier ist, wenn man hier mal guckt, der hat irgendwo noch eine Lichtquelle, die noch verbaut ist und die blendet halt ein bisschen. Ne? So, mal zusammen machen. Das ist so ganz... ist ziemlich hell, oder ist das jetzt wegen der Tageszeit? Normal nicht. Mal gucken. Nee, da sieht man, dass der hier noch ein Licht hat. Was jetzt auch nicht so tragisch ist, aber okay. Wir schauen nochmal in den Shop. Dort ist er ja unter Rübenernte jetzt drin. Das war alles dasselbe. Hier ist der Originale. Jeder gekaufte. Kosten gleich viel. Und man sieht hier unten, da hat man nur die Rüben. Hier hat man noch Kartoffel dabei. Ich muss den jetzt mal kaufen, den Originalen. Mal gucken, ob der auch so glänzt oder ob das wirklich an Mod selbst liegt. Also der hier. Ja. Den jetzt mal, okay. Er glänzt auch so. Gut. Das liegt anscheinend am Tageslicht. Oder ja, wobei der andere hat ein bisschen mehr geglänzt, gell? Oder? Ist schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass dort noch eine Lichtquelle verbaut ist. Können das ja mal so gucken. Hier ist alles bibifine. Wenn ihr euch fragt, wie das geht mit F5, wenn wir die Konsole aktiviert haben. Wie wir die Konsole aktivieren, einfach auf meinen YouTube-Kanal nach Konsole in-game öffnen suchen. Da findet ihr das. Sollen wir jetzt hier nochmal drücken? Okay, ist nichts. Okay, also das passt. Das hat nur so ausgesehen, als wäre hier irgendein Licht vorhanden. Gut. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Wir schauen uns die Lok an, die Lok ist fehlerfrei, also ein Top-Mod funktioniert. Und mich freut es auch, wenn man einfach mit einem Gerät Kartoffel und Rüben laden kann, ohne Probleme. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.